Herzlich willkommen zu Heimart, die Kunst, gut zu leben. Es ist eine wunderbare Jahreszeit, in der alles Farbe annimmt und die Struktur verändert. Man muss nur genau hinsehen, um es zu genießen. Und das gilt natürlich auch für die Kunst. Wir wollen Ihnen heute eine Künstlerin vorstellen, die sich immer an der Natur orientiert hat, aber dann zu ganz eigenen Formen gefunden hat. Erleben Sie mit uns Elisabeth Hansen. Elisabeth Hansen, derzeit zu Gast in der Galerie Laik in Koblenz. In der ältesten Galerie Rheinland-Pfalz waren schon viele große Namen zu Gast. Nun also die spannenden Arbeiten von Elisabeth Hansen, die ihren Wurzeln, ihren Anfängen immer treu geblieben ist. Also meinen Wurzeln bin ich tatsächlich immer treu geblieben und ich habe so das Gefühl, das trägt mich auch noch viele Jahre weiter. Es hat sich einfach nur aufgrund dieser Wurzeln das künstlerische Arbeiten weiterentwickelt. Aber der Ursprung ist immer die Naturbeobachtung. Was mir ganz wichtig ist, immer das Kleine, das scheinbar Unscheinbare am Wegesrand zu entdecken. Wobei es mir dann natürlich nicht darum geht, etwas Naturgegebenes abzubilden, sondern ich erspüre im Grunde so eine natürliche Grundstruktur. Und diese Grundstruktur wandle ich um, in Formen, in neue Strukturen, die eigentlich so meinem Formgefühl entsprechen. Durch einen Wettbewerb wurde sie ausgewählt, ihre Arbeiten zu zeigen. Seit kurzer Zeit erobert sie auch, folgerichtig, die dritte Dimension. Ja, also der Weg von der Zweidimensionalität in den Raum, der hat sich eigentlich sehr allmählich entwickelt und der ist mir im Moment auch wirklich das Allerliebste. Also ich agiere gerne frei im Raum. Und wie ich so oft sage, der Zufall ist oft mein Freund. Ich habe viele Drahtarbeiten gemacht mit einzelnem Draht, den ich dann zu Objekten verarbeitet habe mit verschiedenen Materialien. Und dann habe ich durch Zufall Maschendraht gefunden bei uns hinterm Haus und habe den dann einfach mal getestet, inwieweit er meinem Formempfinden entsprechen könnte. Und aus den ganzen Versuchen ist dann tatsächlich was geworden. Das weiß man ja im Vorher auch nicht. Und die verarbeite ich jetzt zu diesen freien, skulpturalen, strukturalen Elementen und bearbeite diesen Draht natürlich. Den lasse ich nicht so, wie er ist, sodass er auch allein von den Strukturen, die sich so durch den Maschendraht schon ergeben, da auch noch auf den einzelnen Drähten auch noch wieder eine erneute Struktur bildet, sodass das Ganze eine ganz lebendige Aktion wird. Und die Künstlerin spielt auch mit dem Nicht-Greifbaren, das doch vorhanden ist, dem Schatten. Der Schatten ist tatsächlich Bestandteil dieses Objekts, weil ich das ungeheuer spannend finde, was in einem gewissen Abstand durch Lichteinstrahlung sich dann noch hinzuentwickelt. Und die Objekte sind oft ja auch relativ klein und teilweise auch wie die jetzt im Hintergrund relativ einfach in ihrer Form. Und wenn dann der Schatten hinzukommt, gibt das eine ganz starke Belebung und gehört definitiv dazu. Elisabeth Hansen treibt ihre Kunst immer weiter, findet neue Materialien und Formen. Also Gott sei Dank entwickeln sich Dinge ja immer weiter. Man weiß manchmal gar nicht, wohin der Weg geht, aber ich probiere halt sehr vieles aus. Und jetzt nach dem Draht, der natürlich noch nicht abgeschlossen ist, da bin ich noch an vielen Dingen dran, hat sich jetzt aber auch noch entwickelt, dass ich also als Scherenschnitt manche Gebilde erschaffe und wenn ich die auch wieder mit Abstand zur Wand, zum Hintergrund montiere, dann lebt auch dieses wieder, dieses sehr reduzierte Objekt ja letztlich, was immer in einem dunklen Farbton gehalten ist, durch den Schatten, der sich da hinten entwickelt, immer wieder auch noch neu und gibt eine enorme Belebung. Elisabeth Hansen zu Gast in der Galerie Laik in der Altstadt von Koblenz. Wirklich sehenswert. Machen wir einen kleinen Sprung durch die Altstadt von Koblenz, von der ältesten Galerie zum Münzplatz, zum Haus Metternich, der Heimstätte der AKM. Die hatte nun zu Form und Farbe 21 geladen. Die Form und Farbe 2021 ist eröffnet, die große Jahresausstellung der AKM. 46 Künstler, 46 spannende Positionen. Der AKM-Förderpreis wurde in diesem Jahr Lea Sprenger verliehen. Ihre Arbeiten laden zum Nachdenken ein.
Die traditionelle Künstlergemeinschaft ist gut aufgestellt mit einem neuen Vorstandstrio, das viele Ideen auf den Weg bringen will. Die Form und Farbe 2021 bis zum 31.10. auf dem Münzplatz in Koblenz, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, 16 bis 19 Uhr. Das war's für heute mit Heimart. Nächste Woche berichten wir ausführlicher über die große Form und Farbe 2021 und Ihnen bis dahin eine bunte Zeit.